Gutes Heu trotz schlechtem Wetter, machbar oder nicht machbar? Dazu unterhalten wir uns heute mit Karl Neuhofer, dem Obmann der AG Heumilch Österreich. Die HSR hat 2019 eine neue Generation von Luftentfeuchtern auf den Markt gebracht und der Karl Neuhofer, der hat einen solchen Luftentfeuchter. Mit ihm darf ich mich heute unterhalten. Karl, du bist leidenschaftlicher Heumilchbauer und schon seit 2004 Obmann der AG Heumilch Österreich. Aber Karl, jetzt erzähl, warum setzt du auf maschinelle Heutrocknung? Also ich bin tatsächlich leidenschaftlicher Heumilchbauer und die maschinelle Heutrocknung ist eigentlich unabdingbar mittlerweile. Man sagt ja gerade wieder im heutigen Jahr, es ist nicht einmal gescheit mehr ein Tag, wo es schon wieder ist. Und wir haben dann schon vor 20 Jahren begonnen, unsere Heutrocknung, dass wir das wertvolle Futter unter Dach fertig trocknen. Und seither, also seit 20 Jahren, setzen wir auf maschinelle Unterdach-Fertigtrocknung. Ja, Wahnsinn. Das bewährt sich eben sehr, sehr gut. Ja, jetzt hast du es schon kurz angesprochen, das Wetter im heurigen Mai, ihr seht es, wir stehen da, es regnet, es friert uns. Wie war das jetzt? Wie hast du trotzdem einen ersten Schnitt heuer einfahren können? Wie hast du trotzdem den richtigen Zeitpunkt erwischt und vor allem, wie hat dir dort eine maschinelle Heutrocknungsanlage geholfen? Ich glaube, es ist ja ganz typisch heute, wir stehen mit dem Regenschirm da in der freien Natur. Es regnet fast den ganzen Mai durchgehend und wir haben trotzdem ein ganz kurzes Schönwetterfenster nutzen können. Das war Muttertag, 10. Mai und da haben wir richtig sensationelle Qualitäten eigentlich heimgebracht zu uns am Hof. Das war noch relativ jung, das Futter. Das ist für uns das sogenannte Kraftfutter. Da haben wir wirklich Energie, Rohprotein, ist ganz wertvolles Futter. Und wir haben da schon 20 Hektar ernten können eigentlich beim ersten Schnitt, wo wirklich der Schnittzeitpunkt natürlich exzellent war. Und so jung als Futter eigentlich, wo wir anstelle von Kraftfutter verwenden, das kann man eigentlich ohne Fertigtrocknung unterdach überhaupt nicht lagerfähig machen. Wahnsinn. Jetzt hast du es schon angesprochen, du setzt jetzt schon seit 20 Jahren auf maschinelle Heutrocknung. Du hast natürlich auch schon viele Entwicklungsschritte erlebt, genau, für verschiedene Generationen von Heutrocknung. Was ist denn da das Tolle und wie hat sich das in die letzten 20 Jahren entwickelt? Es ist in Wirklichkeit sensationell. Wir haben vor 20 Jahren erkannt, damals hat man Heu nur zum Teil mit der Zuharzen von Heizöl fertig getrocknet und von denen sind wir zu 100% weggekommen. Also wir trocknen das Heu mittlerweile einfach mit Luftentfeuchtersystemen. Diese Anlagen sind sehr energieeffizient. Also wir haben eine Energieeffizienz von 1 zu 7, muss man sich vorstellen, ist wirklich irre. Und wir haben dadurch einen sehr niedrigen Energieverbrauch für das wertvolle Grundfutter, das wir für unsere Milchkühe zeigen. Und deshalb setzen wir da so sehr auf diese Form der Trocknung. Mhm. Jetzt haben wir schon ein bisschen über den heurigen Mai und über den ersten Schnitt geredet. Ist das jetzt heuer ein Ausreißerjahr? Wie war das die letzten Jahre? Die Situation ist ja so, die Bauern realisieren das mittlerweile wirklich. Das ist eigentlich, die Ausnahme ist die Regel geworden. Also von 7 Jahren kann man vielleicht einmal ein Jahr Heu möglicherweise so ernten. Aber in Wirklichkeit ist 6 von 7 Mal brauchen wir unterdurch Fertigtrocknung, damit man entsprechende Qualitäten, Heuqualitäten erzeugen kann als Bauer, in dem Fall als Heumilchbauer, wo man die Kühe mit wertvollen Futter versorgen können, wo man Energie, Rohprotein, die Mineralstoffe, alles im Futter haben. Und das kann man eigentlich, das zeigt heimat das heutige Wetter einmal mehr im Mai, dass es eigentlich ohne Fertigtrocknen im Heustadel mit modernster, zeitgerechter Technik eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Also das wäre nur Zufall, wenn man einmal ein Jahr gutes Futter heimbringt, ohne einregnen. Jetzt hast du den Heustall gerade schon angesprochen, mir ist unfassbar kalt. Jetzt glaube ich, gehen wir mal rein und schauen uns unsere Anlage mal an. Gern schauen wir uns das jetzt bei mir am Heustall an, nachdem wir das System ja schon 20 Jahre haben. Und wir können da auch die technische Weiterentwicklung dieser Anlagen mal anschauen. Und wieso wir das vielleicht gemacht haben, das werde ich gern am Heustall erklären. Genau, das erklärst du mir jetzt. Ja? Herrlich ist es da herin und es duftet so gut. Aber Karl, jetzt sagt, das ist jetzt ein Teil des ersten Schnitts von heuer schon. Genau. Wir haben da schon den ersten Schnitt, den ersten Teil, eigentlich beim Wein, würde man sagen, vom Jahrgang 2021. Ja. Und es ist ein exzellenter Jahrgang. Also den ersten Teil haben wir natürlich von der Qualität her super erwischt. Mhm. Und wir haben eine sehr kurze Trocknungszeit gehabt. Wir haben einen Tag auf der Wiese, also am Abend gemacht, dann einen Tag auf der Wiese. Und in 2 Tagen war das Heu mit der Luftentfeuchtanlage fertig getrocknet. Wahnsinn, also dann von dem, wie wir es draußen gesehen haben, genau, war schon nass, bis genau, trocken 2 Tage. Also 2 Tage unter Tag fertig getrocknet und dann haben wir nur 3 Tage jeweils 1 Stunde, tun wir das heute nur nachbelüften, weil die Pflanzen immer noch Feuchtigkeit freigibt. Und dann haben wir richtig lagerfähiges Heu,
lagerfähiges Gut. Toll. Aber jetzt ist es ja wahrscheinlich ein riesen Energieaufwand, den man da braucht, um die Mengen an Heu zu drucken zu kriegen in so kurzer Zeit. Wir dürfen das Heiben bewusst rechtzeitig einfahren. Mhm. Du siehst da gerade, das sind ganz feine Blätter. Schön, ja. Wir fahren das Heu einfach mit einer Restfeuchte in etwa 60-65% Trockenmasse. Das heißt, das Heu hat beim Einfahren nur 35% Wasser. Mhm. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir Restfeuchte haben, damit wir eben die wertvollen Teile vom Futter nicht verlieren. Und dann tun wir es eben unterdruck fertig trocknen. Und mittlerweile sind wir eben mit dieser Luftentfeuchteranlage so energieeffizient. Ich habe schon mal gesagt, früher Energieeffizienz von 1 zu 7. Das heißt, wir brauchen bei uns am Hof, über Jahre haben wir das dokumentiert und aufgezeichnet, wir brauchen in etwa 1 bis 1,5 Cent pro Kilo Heu, pro Kilo Trockenmasse für das Heu trocknen, und das ist eigentlich sehr, sehr wenig. Mhm. Da kommt dann nur dazu, dass man bei der Heuwirtschaft eigentlich das Gesamtsystem immer in Betracht ziehen muss. Das heißt, wir brauchen für die Futterration, für die Kühe, fürs Futtern keine Energie mehr. Wir tun das Heu nur mit dem Kran vorlegen. Also das ist ein ganz einfaches System eigentlich. Mhm, wunderbar, also ganz nachhaltig. Die Energiebilanz ist eben in der Kombination mit Grasfütterung im Sommer und Heu in der Winterfütterung, und das mit einfachster Technik, wo man den Heukran, das ist mir immer ganz wichtig zu erwähnen, wir brauchen lediglich eine einzige Maschine, den Heukran für das Futter einlagern und auch für das Futter im Winter zu verfüttern. Da haben wir eine einzige Maschine am Hof. Und das ist für uns einfach ganz, ganz einfach, mit wenig Kraftaufwand. Wir haben viele Nebenerwerbsbetriebe, wo die Bäuerinnen den Hof managen. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir mit wenig Gewicht zu tun haben, getrocknetes Heu. Und mit der einfachen Technik, mit dem Heukran, jeden Tag die Kühe führt, dann ist eigentlich wirklich überhaupt nichts mehr dabei. Ja, jetzt haben wir so viel geredet über die Anlage und über das Verfahren. Jetzt möchte ich es aber gerne auch noch sehen, diesen Luftentfeuchter, der das alles da vollbringt. Genau, gern können wir uns die Anlage jetzt noch anschauen bei mir am Betrieb. Super. Dieses Luftentfeuchtersystem, eigentlich das überhaupt die Voraussetzung ist, dass man so grünes Heu, und das ist ja wirklich richtig grünes Heu, unsere Kühe sind ja echte Gourmets. Und jetzt schauen wir uns die Anlage an, wie es zu so einem Futter kommt. Bitte, ja. Gerne. Ja, ist sehr beeindruckend, die Anlage. Aber jetzt erzähl mal, seit wann habt ihr die jetzt? Also wir tun mit der Luftentfeuchteranlage bereits seit über 20 Jahren trocknen. Und wir haben jetzt 2021 die Anlage aber wieder mal neu installiert. Warum haben wir das gemacht? Weil wir einfach die Innovation, die der Sepp Reindl in diese Technik laufend einbringt, und er bringt ja in Wirklichkeit alle Jahr Verbesserungen. Und diese Weiterentwicklung der Technik haben wir jetzt nach 10 Jahren, wir waren bestens zufrieden mit der bestehenden Anlage, aber nach 10 Jahren haben wir diese Weiterentwicklung der Technik mit dieser neuen Anlage bei uns eigentlich am Betrieb gebracht. Super. Das war der Grund für die Entscheidung, und wir haben eben jetzt Anfang Mai schon die erste Charge getrocknet, und es läuft wirklich sehr, sehr gut. Und kannst du jetzt nach der ersten Charge, kannst du schon sagen, was ein bisschen der Unterschied vielleicht ist? Für uns ist ganz wichtig, wir haben eine sehr hohe Anwärmung durch die Anlage, haben einen guten Luftdurchsatz und können dadurch eigentlich mit gleich viel Energie noch effizienter trocknen. Oder im Umkehrschritt, wir machen mit weniger Energie, mit wesentlich weniger Energie die gleiche Trocknungsleistung wie vorher schon. Mhm, also das war uns einfach, oder ist mir als Bauer ganz wichtig, wenn man so viel Innovation und so viel Technik in der Weiterentwicklung einbringt in diese Anlagen, dass man das vielleicht auch noch 10 Jahre wieder mal am Hof zu Gemüte führt. Ja. Für mich ist aber ganz wichtig, dass wir energieeffizient sind. Ja. Also das Wichtigste, glaube ich, für uns Heubauern ist eben, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit, dass wir das auch umsetzen, dass wir nicht Rinder fahren, sondern dass wir wirklich das Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenverbrauch, Energieeffizienz, das nehmen wir sehr, sehr ernst. Und das kann man mit diesen Anlagen einfach perfekt umsetzen. Mhm. Vielleicht nur ganz kurz abschließend, was sind für die Gründe, warum, oder was würdest du sagen, warum sollte jemand auf maschinelle Heutrocknung umstellen? Genau. Wenn ich das vielleicht nur auf ein paar Bereiche zusammenfassen kann, weil das hat ganz, ganz viele Gründe. Ein Hauptgrund ist einmal, dass man mit so einem System der Heutrocknung eigentlich nahezu wetterunabhängig hohe Qualitäten von Heu erzeugen können. Das Zweite ist, dass wir einfach sehr energieeffizient unterwegs sind. Wir wissen aus der wissenschaftlichen Arbeit, dass es sehr uneffizient ist, Bodenheu zu machen, weil wir da einfach viel zu viele Nährstoffe verlieren. Und das Dritte ist einfach auch der Bereich Tierwohl und Tiergesundheit, ist uns in der Heumilchwirtschaft eben sehr, sehr wichtig. Und da kann man mit Qualitätsheu einen sehr großen Beitrag leisten. Warum? Weil wir dadurch auf Kraftfutter beinahe zur Gänze verzichten können, weil wir eigentlich das hofeigene Grundfutter in der Qualität erzeugen, dass wir ganz, ganz
wenig Kraftfutter nur als Ergänzung zur Mineralstoffversorgung, Vitaminversorgung einsetzen. Aber die Hauptfutterkomponente kommt immer aus dem eigenen Grundland, aus dem eigenen Heu. Und das macht eigentlich dann richtig klasse, Bauer zu sein, seinen eigenen Weg zu gehen, nicht die einfachsten Systeme, wie es in Europa gibt, zum 5000. Mal zu kopieren, sondern wirklich ganz eigene Wege zu gehen. Und das mündet dann in einem eigenen Produkt, wie Heumilch, und die Nachfrage von Seiten der Konsumenten nach Heumilchprodukten ist nach wie vor angebrochen. Und das freut gerade die jungen Bäuerinnen und Bauern. Ich habe selber drei Dirndln. Die jüngste ist die Hofnachfolgerin, die Isabella, mit dem Schwiegersohn Lukas. Und wir haben schnell einmal gemerkt, die werden unseren Betrieb nur weiterführen, wenn sie darin Sinn erkennen und nicht, weil sie irgendwelche Hektar kriegen von uns. Genau. Und das ist einfach, wenn man ein Produkt erzeugt, wo man eigentlich diese Wertschätzung von den Verbrauchern erfährt, dann kann man am Hof auch Wertschöpfung erzielen und dann können sie die Betriebe gut weiterentwickeln. Deshalb setzen wir auf diese Trocknungsvariante mit Luftentfeuchtertrocknung, weil wir eben da ganz, ganz viele Vorteile in gleicher Weise abdecken können. Und davor hast du aber schon eine HSR-Anlage auch gehabt? Genau. Wir haben zuerst schon eine HSR-Anlage und sehr gute Erfahrung damit. Deshalb haben wir auch das Vertrauen wieder in die Firma gesteckt, klarerweise. Und alles, was man bis jetzt schon sagen kann, noch den ersten Hai, was wir 21 geerntet haben, läuft das wie ein Uhrwerk. Und das ist ganz wichtig, dass eine hohe Verlässlichkeit der Anlage passiert, dass wir hohe Anwärmung haben, auch in schwierigen Situationen. Also wir haben in der Nacht oft einmal nur 5, 6 Grad an Temperatur und trocknen trotzdem in der Nacht mit einem Luftsystem über den Luftentfeuchter exzellent das Heu mit einer guten Temperatur. Wahnsinn. Also für uns ist einfach die Verlässlichkeit der Anlage ganz, ganz wichtig. Und deshalb haben wir auch die Entscheidung getroffen, dass wir ab 2021 diese Technik, die Innovation, die Weiterentwicklung dieser Anlagen für unseren Betrieb auch nützen möchten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man als Bauer in die Zukunft schaut und vor allem auch die Jungen, dass man sie auch am Hof weiterentwickelt. Und wenn man da alle Jahr ein bisschen dranbleibt, wenn man jetzt zwei Rückstand kriegt, dann ist man immer gerüstet für die Zukunft und für die Herausforderungen, die uns in der Futterernte eigentlich alle Jahre und speziell auch wieder wie heuer, die uns ja wieder, immer wieder anstehen. Gott, heuer sieht man ja, genau. Wie wichtig die. Und wir sehen jetzt schon, wenn wir rechtzeitig und richtig, und ich sage das jetzt für alle Bauern, gell, für alle Bäuerinnen und Bauern, eine richtig geplante, richtig dimensionierte Heutrocknung rechnet sich immer. Wir Bauern haben in Wirklichkeit keine einzige Maschine, ob das in der Außenwirtschaft sind, die Grünland-Erntegeräte. Wir haben kaum eine Maschine, die für uns so wirtschaftlich ist wie die Heutrocknungsanlage, weil da können wir richtig bares Geld im Bereich vom Trocknungsprozess für den Betrieb für uns schaffen. Also das darf man nie unterschätzen. Man darf da nie die Investitionskosten, die Anschaffungskosten, die muss man immer auf die Stücke, auf die Einheiten runterbrechen. Was kostet mir das pro Hektar, pro Stück, pro Kilo Milch? Und dann kommen die Bauern sofort einmal drauf, aha, kostet ein bisschen, aber es bringt mir vor allem viel mehr. Mhm. Der Punkt, das ist der Punkt. Die Bauern haben oft ein bisschen Angst, neue Investitionen zu tätigen, aber wenn es mir mehr bringt, wesentlich mehr bringt, also was es mir verursacht, dann muss man das immer tun. Dann sind wir am Zahn der Zeit. Du hast jetzt eh schon einige der Vorteile angesprochen. Ich bin froh, dass wir uns heute nicht zum letzten Mal unterhalten haben, sondern dass wir uns im Laufe dieser Saison noch das ein oder andere Mal unterhalten dürfen und auf ganz viele dieser Punkte nur speziell eingehen dürfen. Beim nächsten Mal, da schauen wir uns dann speziell die Nachhaltigkeit an, die du schon angesprochen hast, die sehr wichtig ist. Also darf ich wieder herzlich einladen, dann auch wieder zu schauen. Gerne, ich freue mich dann schon, wenn wir uns im Sommer wieder sehen. Genau. Und dann sagen wir die Produkte, die Gräser und Kräuter, die Blätter, was wir alles für den Beitrag leisten für Nachhaltigkeit. Ich bin schon mal gespannt. Okay, wir sehen uns.